Hallo Leute, willkommen zurück zum Schrauber-Simulator, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Ja, wir machen da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ich habe keine Ahnung, wo das war. Was sagt die? Sagt der Auftrag? Find the solution. Also wir sollen die Lösung finden. Er kann sich kein Auto, ein Auto kaum leisten, hat es aber doch geschafft, sich einen zu kaufen. Toll. Auto startet nicht. Ich soll ihm helfen, er hat nur $300. So. Der Kübel startet also nicht. Dann müssen wir mal schauen, was da kaputt ist. Es ist schon länger her, dass ich dass ich das Spiel gespielt habe. Schaut nicht mehr so gesund aus. Aber wir werden unter Minimum. Auto startet nicht. Woran kann es liegen? Das kann jetzt natürlich an der Batterie liegen. 43% ist nicht so schlimm. Ja, Leute, ich hoffe, ihr versteht mich überhaupt. Weil ich habe mir eine neue Grafikkarte eingebaut. Und dadurch, ja, wie man es so kennt, hat man viele USB-Geräte. Und die stecken halt irgendwo drinnen. Und natürlich habe ich es nachher nicht mehr so geschafft, wie es vorher war. Sprich, mein Mikrofon, das ja über einen USB-Mischer angeschlossen ist, hängt jetzt an einem anderen Port. Und deswegen durfte ich das Ganze neu einstellen. Ich hoffe, ich habe ungefähr den richtigen Pegel erwischt. Ich hoffe, ihr könnt es euch anständig verstehen. Am Mischer ist alles so eingestellt wie immer, aber ja, mit dem Mikrofon halt leider nicht. Ja, schauen wir mal, ich werde jetzt nach der ersten Folge gleich einmal dann anschauen, wie das... Ich muss wieder ausbauen. Wie das ausschaut. Also wie sich das anhört, besser gesagt. Gut, der hat 54%, der ist eigentlich okay. So, dann können wir mal hinten zum Kraftstofffilter schauen. Vielleicht kriegt er ganz hoch keinen Sprudel, wie ich es so immer nenne. Daran könnte es natürlich auch liegen, dass er dann natürlich streikt. Und das ist ja logisch halt. Die muss ich auch ausbauen. Ja, immer noch diese tolle Hinklickerei. So, jetzt geht's. 35% ist auch noch okay. Ist auch noch okay. Man ist zwar nicht mehr super toll, aber es sollte funktionieren, sagen wir so. Wenn wir da gleich hier unten sind, machen wir mal einen Ölwechsel, weil er hat eigentlich zu wenig Öl drinnen. Eventuell liegt sie schon mal daran. Dann ist es eine leichte Geschichte. Dann haben wir das Problem ja vielleicht gleich. Hallo? Da will ich hin. Kamerasteuerung at its best. Ganz schön viel drinnen dafür, dass er unter Minimum war. Okay. Stellen wir den mal daher. Lass man dann wieder runter. Wisst was, wir spendieren ihm einen neuen Ölfilter, der ist zwar auch noch halbwegs okay, aber... Kriegt eine neue Kappe. Kann natürlich auch an der Lichtmaschine liegen, aber die Batterie ist ja auch halbwegs okay. Kann aber auch einfach nur an den Zündkerzen liegen, dass er nicht startet. Egal, er kriegt einmal einen neuen Satz. Carpart Shop. So, was wollt ihr jetzt kaufen? Komm, geht mir in den Shop rein, haben wir es ja schon vergessen. Ist wieder klassisch, super, toll gemacht. Ölfilter und die Kappe wollte ich kaufen, gell? $50. Ja, die Kappe kostet $100. Der Kollege hat nur 300. Also wenn es daran nicht liegt, dann...
gibt man mal neues Öl rein. So, das müsste genug sein. Okay, bisschen noch. Ein ganz kleines bisschen noch. So, jetzt aber. Ja. Jetzt ist schon wieder fast zu viel, okay. So, dann also würde ich mal sagen, schauen wir uns mal die Zündanlage an, bei dem heißen Vierzylinder da. 5%. Naja, ich glaube, wir haben unseren Fehler gefunden. 50%, die gehen noch. So, jetzt schauen wir uns mal die Zündinger an. Die Zündkette ist. Die ist rot. Die ist rot. Ja, ich würde sagen, die sind alle vier im allerwertesten. Einmal, zweimal. So, das heißt, wir brauchen vier neue Kerzen und einmal die Kabel. Spark Plugs heißt das, glaube ich, auf Englisch. Wo sind's denn? Wo sind die Spark Plugs? Das ist schon zu weit. S, P, da. 1, 2, 3 und 4. Und dann brauchen wir nochmal die Zündkabel. Ignition Wires. Dann bauen wir den ganzen Schrott wieder ein. Einmal die vier Kerzen. Bibein, Geburtstagskuchen, vier Kerzen nebeneinander. Die Kamerasteuerung ist teilweise echt für einen Hugo, für einen guten alten Hugo. So, dann verkaufen wir die ganzen schönen Sachen, die wir da haben, damit wir zumindest ein bisschen an Gewinn haben an dem Auftrag. So, und theoretisch. Dankeschön, next. Mittlerweile hat das Spiel ja wieder einige Updates bekommen. So. Warte gleich. My rubber bushings are gone. Please replace the... Replace all of them, please. Gut, denn seine Lager sind im Eimer. Wir sollen alle tauschen. Einmal. Zweimal. Das wird ein kurzer Auftrag, wenn man weiß, wo die sind. ...20% ist aber eigentlich noch okay. Aber okay, wir sollen sie alle tauschen, na dann tauschen wir sie alle. Spiel hat ja mittlerweile wieder Updates bekommen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was da so wirklich abgedatet wurde. Performance wurde abgedatet und ich glaube Sprachen haben es wieder eine neue Polnisch dazugegeben, glaube ich, oder Ungarisch. Aber leider noch kein Deutsch. So, wir brauchen die viermal. Können wir die alten verkaufen eigentlich? Okay, 20% ist auch nicht mehr okay. Ist auch schon rot. Dann kriegt er vier neue Lager. So, dann müssen wir nach hinten. So, wo ist der zweite? Da ist der zweite, der letzte. Ja, das war's. Alle vier getauscht. Theoretisch sollte der Kübel fertig sein. Der Kleinwagen da. So, Moment. Mal schauen, ob das Handy, natürlich ist es nicht auf lautlos. Wäre ein bisschen blöd, wenn jemand anruft während der Aufnahme. Das war's. $700 dafür kriegen wir. Ja, damit. Und weiter geht's zum nächsten Auftrag. So, was haben wir jetzt?
This car drives me crazy. I have already replaced all spark plugs and now that, guess what? Water pump started to leak and this liquid could have damaged one of the belts. Check it and repair it, please. So, also der Kübel treibt den noch in den Wahnsinn. Und er hat schon alle Zündkerzen getauscht. Aber scheinbar haben die... hat die Wasserpumpe einen Fehler und oder ist kaputt, sagen wir so. Der ist okay. Wenn wir schon da sind, schauen wir uns natürlich auch unseren Generator an. 86% ist auch okay. 95%. 87, der ist auch okay. So, und die Wasserpumpe selber hat, Stunde der Wahrheit, 0%. Was zahlt er uns? $800. Was kostet eine neue? Was kostet eine neue Wasserpumpe? Mal gucken. 300, 288, ja. Wir sind nicht so, kriegst lieber gleich eine neue, bevor wir die reparieren und dich das Auto noch mehr in den Wahnsinn treibt, das wollen wir ja nicht. Der ist auch okay. Dann werden wir mal den Akku, den Generator installieren, also die Lichtmaschine. Ja, das sollte es eigentlich gewesen sein. Ich krieg nichts dafür mehr, na schön. Und? Ja, that's it. So schnell kann es gehen. Ja, das sind wie gesagt noch die ganz einfachen Aufträge. Ich weiß gar nicht mehr welchen. Ich glaube bei 20 sind wir bei Auftrag 20. 22. Test car on the diagnostic path. I heard I can have my car tested on your diagnostic path. I want to be sure everything is okay before I go on my summer trip. Erstens, schöneres Auto. Zweitens, wir sind in der nächsten Werkstatt. In der größeren. Und da haben wir jetzt auch den sogenannten Diagnosepfad. Ich zeige euch einfach, wie der funktioniert. Nicht nach der Aufgabe werden wir aufhören. Check the car on the diagnostic path. So, wir haben da rechts Brake Tests, also Bremsentest und den Suspension, also den Federungs- bzw. Fahrwerktest. Und er blinkt auch schon Move Front Wheels on the Brake Tester. Also vorfahren. Bis wir draufstehen. Und dann bremsen und gedrückt halten. Bremsen sind scheinbar okay. Es ist wie echt, sie sollten beidseits gleich sein und die Differenz sollte möglichst gering sein. Die sind jetzt okay. Ganz neue Bremsen wirklich 95 beidseits. Ja, auch die hinteren Bremsen sind okay. Und jetzt müssen wir uns noch das Fahrwerk anschauen. Hört sich nicht gesund an. Und was sagt der Suspension Test? Alles in Ordnung. Und das gleiche nochmal hinten. Ja, und hinten ist eigentlich perfekt. Demnach hat der Kübel keinen Schaden. So, das war's eigentlich. Bevor wir da aber zur nächsten Aufgabe gehen, schauen wir noch schnell, ob wir uns irgendwas kaufen können. Wir haben $8000 aktuell. Learning Books, was können wir denn machen? Master of Commerce, 2% Rabatt im Shop, 5% mehr Einkommen. Nehmen wir halt einmal mehr Einkommen, das kann nie schaden. Was nehmen wir noch?
Eines können wir noch nehmen, 1000. 10% faster Unbolting, nee, brauchen wir nicht. 1500. Nehmen wir nochmal mehr Einkommen. Jetzt haben wir noch 5000, das sollte für die nächsten Aufträge noch reichen. Gut, der Auftrag ist damit erledigt. Und nicht nur der Auftrag ist damit erledigt, auch unsere heutige Folge endet hier. Ich sag danke Leute fürs Zuschauen, ich hoffe es hat euch gefallen und ich hoffe es ist euch nicht so schnell gegangen. Ja, dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.